Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es ein Unboxing von Diamond Art Club. Und ihr könnt das Motiv auch hier schon sehen. Einige von euch haben es bestimmt auch schon während der Releases in den letzten Wochen gesehen. Es ist ein relativ neues Bild. Und zwar packe ich euch heute mal diese Schönheit hier aus. Wir schauen sie uns zusammen an. Vorab. Na, obwohl Titel und so können wir da mit dem Sticker-Sheet machen. Wir haben auf jeden Fall eckige Steinchen. Ich finde übrigens das Packaging wunderschön von den neuen Kits. Und ja, ich pack's aus und dann schauen wir uns alles ganz genau an. Bis gleich. So, das alles haben wir im Kit enthalten. Ganz vorneweg, wir haben hier jetzt so Special Sammelkarten dabei. Ich wusste schon, dass es die gibt. Ich weiß aber noch nicht ganz genau, was dahinter steckt. Ich bin jetzt wieder top informiert hier, wie ihr seht. Schaut da aber gern mal bei Maries Diamond Painting Welt vorbei. Ich weiß, dass sie ein Video hochgeladen hat. Ich werde es mir dann auch anschauen, um zu schauen, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall haben wir da eine dabei. Dann haben wir, hier finde ich total niedlich mit dem Diamanten, diesen Umschlag, das drin, was wir sonst immer in diesem großen Stickersheet hatten. Hier im Umschlag, super, haben wir direkt die Step-by-Step-Instruction, also wie gehe ich vor, wenn ihr jetzt neu beim Diamond Painting dabei seid. Tipps und Tricks, die Facebook-Group und hier drüben haben wir einen Rabattcode für die erste Bestellung. Ihr wisst, ich habe auch einen Rabattcode, könnt ihr gerne verwenden, wenn ihr nebenbei mich noch ein bisschen unterstützen wollt oder auch einfach meine Links verwenden, wenn die unten mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, dann bedeutet das, dass ich da ein bisschen was von abbekomme, wenn ihr was bestellt, aber wie gesagt, ihr könnt generell immer auch die Codes nehmen, die hier da sind oder es gibt auch meistens schöne Rabattcodes auf der Website. Schaut da einfach mal vorbei, ob ihr da was findet. So, und dann haben wir hier dieses kleine Einschlagbüchlein. Finde ich total süß gemacht. Ist mal wieder was, was Diamond Art Club allein für sich hat. Und zwar haben wir hier unsere Sticker-Legende inklusive dem Bildchen. Genau, hier haben wir das Bild. Was mich jetzt wundert tatsächlich, ist, dass hier nicht mehr Künstler und Titel draufsteht. Das war ich nämlich jetzt so gewohnt. Aber das können wir ganz schnell nochmal auf der Verpackung ablesen. Wir haben hier also Galaxy Potion und zwar von Rita Konya von Area Illustration. Ein super schönes Bild. Ich muss sagen, Diamond Art Club hat viele super schöne Bilder, aber das hat so ein paar Eigenschaften, warum ich mir das sehr, sehr gern kaufen wollte. Und einige von euch wissen ja, ich hatte bis jetzt meinen Kaufstopp durchgehalten und jetzt habe ich aber tatsächlich eine Bestellung aufgegeben mit 3 Bildern und ja. Das ist eins davon. Und ja, ich würde aber sagen, wir kommen dann bei der Leinwand dazu, warum ich dieses Bild so schön finde. Weil es auch tatsächlich mehr mit der Verpixelung zu tun hat, als mit dem Bild selbst. Ich finde es aber auf jeden Fall, ist ein wunderschönes Kunstwerk. Mir gefällt das super, super gut. Wie auch so in diesem Aquarellstil hier, diese Bubbles. Nee, es sind keine Bubbles, aber dieser blubbernde Trank über den Kessel geht oder auch hier, ne, was da von dem Trank noch in die Luft aufsteigt, finde ich super, super schön. Ja, wir haben eine Größe von 55,8 x 75,9 cm, ist also ein bisschen größer, aber jetzt nicht krass groß. Und wir haben eckige Steinchen. Eigentlich scheue ich mich immer so ein bisschen vor eckigen Steinchen, weil ich schon so viele Bilder damit habe. Und mir dann immer die Abwechslung so zu den runden Steinchen fehlt. Aber dieses Bild musste sein und wir haben ganze 74 Farben. Und im Übrigen, die eckigen Steinchen bei Diamond Art Club, die legen sich auch super. Also da ist das nochmal was anderes. Ja, wir haben eine Menge Farben, 74. Ich war gerade ein bisschen irritiert, ich sage euch gleich wieso. Wir haben hier immer die laufende Nummer, das Symbol und den DMC-Code, wie es auch hier oben drüber steht. Symbole habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, dass da welche welche ähnlich sind. Tut mir leid, heute irgendwie quatsche ich öfters mal so ein bisschen daneben, aber ich denke, das überstehen wir. Ja, habe ich jetzt keine gesehen, wo ich sage, boah, die sehen sich voll ähnlich, da muss man aufpassen. Warum habe ich gerade so gestockt? Ich habe gestockt, weil normalerweise AB-Farben von Diamond Art Club
immer unter 150 waren und jetzt sind da gar keine mehr. Und ich habe jetzt gesehen, dass die hier unten stehen mit AB und dann die entsprechende Zahl dazu. Ich denke mal, das haben sie gemacht, weil hier noch mehr Steinchen drin sind, die als Sondersteinchen gelten. Einmal mit K gekennzeichnet, einmal mit L gekennzeichnet, einmal mit Z gekennzeichnet. Wir haben ja also vier verschiedene Sondersteinchen drin und die werden wir uns auch gleich anschauen. Ja, jetzt werden einige von euch sagen, boah, das ist schon voll lang so. Auf welchem Stand bist du? Aber wirklich zu meiner Entschuldigung, ich habe seit Ewigkeiten kein Bild mehr gekauft von Diamond Art Club. Dementsprechend, ne? Seht es mir nach. Ich mache gerade diese Erfahrungen zum ersten Mal. Genau. So viel zu dem Büchlein. Ich finde das total niedlich. Außerdem haben wir. Achso, das ist übrigens alles Sticker, ne? Das wisst ihr ja. Ne, hier die ablösbaren Sticker fürs Organisationssystem und das kann man sich auch hier als Sticker ablösen. Sowohl das Bild hier als auch hier oben den kleinen Sticker und hier unten. Gut. Das Toolkit bin ich auch total gespannt drauf, weil ich so ein Toolkit auch bis jetzt noch nicht hatte. Ich traue sehr den Washi-Tapes hinterher, muss ich ganz ehrlich sein, und den Covermaltern. Die waren immer für mich so ein bisschen dieses Highlight, so nochmal extra Überraschung, aber gut. Vielleicht kommen wir irgendwann nochmal wieder. Wir haben auf jeden Fall hier drin einen solchen Special Stift, den jetzt nur Diamond Art Club meines Wissens nach im Standard-Toolkit hat. Wir haben hier hinten einen Vierersetzer, den kann man aber auch auswechseln. Und wir haben hier hinten, okay, dreht man das auf oder zieht man das auf? Man zieht es auf. Wir haben hier diese Spitze, wo das Wachs direkt rauskommt. Das ist so ein bisschen wie Tabby. Und da kann man das sich dann einfach rausholen und sich sozusagen immer wieder nachladen. Und man muss nicht immer in das Wachs reinstochern. Und dementsprechend kann man so ein bisschen hintereinander wegpainten. Finde ich ganz cool. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Werde ich mal schauen, wie ich das finde. Weil eigentlich habe ich immer ziemlich nicht Spaß dran, das Wachs auszuwechseln, aber das Wachs aufzubrauchen. Keine Ahnung, ist eine komische Sache bei mir, aber ja, mal schauen. Dann haben wir hier ein Tütchen mit Tütchen, denn wir haben unsere Steinchen, werdet ihr dann gleich sehen, nicht in Zipptütchen, sondern in solchen zusammengeschweißten Beutelchen. Finde ich immer nicht so toll. Glaube ich aber nicht, dass sich das in naher Zukunft ändern wird. Und da haben wir hier diese Beutelchen dazu, damit wir unser Kit abkitten können. Genau. So, dann haben wir hier ein riesiges Schiffchen. Finde ich total schön. Hier haben wir auch noch ein bisschen Zeugs drin, da kommen wir gleich dazu. Und zwar hat das einen ziemlich hohen Rand, hätte ich nicht gedacht. Haben wir so ein weißes mit einem Schnabel. Das ist auch echt groß und stabil und ja, irgendwie ganz anders als die anderen Schiffchen, die wir bisher hatten. Mit einem Deckel dazu, den wir hier so draufschieben können. Und hier vorne haben wir dann auch noch so einen Stopfen, den können wir hier so reinmachen, dass wir beim Painten dann unsere Steinchen nicht verlieren. Also alles dabei. Fühlt sich echt hochwertig an. So, was kam jetzt hier noch ein bisschen rausgeflogen? Wir haben zum einen nochmal einen Einersetzer und einen Siebenersetzer. Können wir noch so auswechseln. Außerdem haben wir hier noch ein bisschen Nachfüll. Ach, Tabby, Paddy. Das eben, was hier vorne drin ist. Und wir haben trotzdem noch einmal rosa Herzwachs. Ne? Das können wir dann hier hinten in den Aufsatz mit reinnehmen. Oder eben für andere Stifte, die man verwendet. Genau, das ist im Standard-Toolkit dabei und ich finde, es ist echt krass umfangreich. Ne? Also wieder Alleinstellungsmerkmal, hier so ein Special-Stift und dann haben wir hier noch extra verschiedenes Wachs dabei. Das stabile Schiffchen finde ich schon irgendwie cool, dass sich Diamond Art Club da immer wieder so viel Gedanken macht und immer wieder was Cooles raushaut. So, als nächstes kommt die Leinwand. Wir schauen sie uns an, ich mache sie gleich mal auf und danach schauen wir uns die Steinchen an. So, ich drehe es nochmal. Gut, hier haben wir das schöne Stück. Ja, was sehen wir zuerst? Gleich erstmal hier oben auf der Leinwand haben wir den Leitspruch von Diamond Art Club, Do What Makes Your Sparkle. Dann haben wir oben links und unten rechts eine Legende mit den ganzen Farben, die wir haben.
Und dann haben wir hier unten zum einen nochmal das Bild mit allen Informationen. Wir haben hier auch dazu stehen, wir haben hier lizenzierte Kunst, die Diamond Art Club verwendet, ist mir ganz wichtig. Und ja, ich sollte das wieder öfters mal dazu sagen, weil ich gemerkt habe, dass wieder vermehrt Firmen auftauchen, die mit nicht lizenzierter Kunst arbeiten. Und das finde ich immer sehr schade. Dann haben wir hier noch einmal einen kleinen Rabattcode, die Social Media Kanäle. Und ja, hier unten die lebenslange Garantie auf die Leinwand. Und was wir auch sofort sehen, was für mich persönlich neu ist, einige von euch werden jetzt wieder sagen, Mensch, das ist schon so ewig her, das brauchst du uns nicht mehr erzählen. Ich tue es trotzdem, es ist für mich neu. Und zwar haben wir hier jetzt schon die Leinwand, hier oben sieht man es besser, die Leinwand, die Folie oben drauf, die schon so wie vorgeschnitten ist, sodass man sich nur noch die einzelnen Kästchen raustrennen muss. Die Folie ist auch ein bisschen dicker, da habe ich bisher auch noch nicht mitgearbeitet. Ich finde das super cool, dass man hier die Möglichkeit hat, das so rauszutrennen, weil dann muss man nicht so ganz genau schauen, okay, wo muss ich jetzt schneiden, sondern man hat das schon vorher, wenn man in Kästchen arbeitet. Ich arbeite ja persönlich nicht mehr so in Kästchen, vielleicht mache ich es mal wieder, aber eigentlich ist es nicht so mein Ding, aber ich finde es einfach cool, dass wir hier die Möglichkeit haben und uns sozusagen die Arbeit da ein bisschen erleichtert wird. Wie sich es jetzt damit painten lässt, wenn ich jetzt einfach die Leinwand so hochnehme, muss ich noch schauen, aber die Folie, jetzt habe ich wieder Leinwand gesagt. Aber ja, das werden wir dann sehen. Gut, schauen wir uns das Bild ein bisschen näher an. Also wir haben hier die wunderschöne Hexe, ich finde sie super, super hübsch in der Mitte. Dann haben wir kleidungsmäßig, muss ich gleich sagen, weil mir das direkt ins Auge springt, eine ganze Menge Colorblocking. Wir haben hier komplett schwarz und auch im Hintergrund haben wir ziemlich viel Colorblocking mit dunklen Blautönen. Auch hier unten, gut, das ist eher so ein bisschen Lineblocking, aber auch im Kessel haben wir ziemlich viel Colorblocking. Wir haben aber auch so ein paar Stellen Konfetti, sind aber finde ich gar nicht so viel. Zum Beispiel, wenn man hier so ein bisschen in den Zaubertrank reinschaut oder ins Gesicht reinschaut, ne? Aber ich muss sagen, wir haben hier schon überwiegend Colorblocking und eben mit dunklen Farben. Und das ist so ein Grund, der sonst bei mir eher ein bisschen dagegen spricht, dass ich was kaufe, diesmal aber dafür spricht. Und zwar haben wir diese ganz vielen dunklen Farben, die mir eigentlich sonst immer ein bisschen auf die Nerven gehen, wenn ich sie painte. Schwarz ist vollkommen super. Ich paint es ja gern schwarz, aber dunkle Blautöne ist eigentlich nicht das Schlimmste. Ne? Also dunkles Braun, dunkles Grau ist noch schlimmer, aber dunkles Blau ist eigentlich nicht so das, was ich am liebsten painte. Allerdings scheint es hier recht schnell zu gehen, wenn ich mir das so anschaue, dass wir eben diese Stellen schaffen. Eben wegen dem krassen Colorblocking. Hier haben wir eine Farbe, hier erst die nächste und dann hier die dritte. Also in dem Bereich sind nur drei Farben. Auch hier hinten, das wird sich also relativ schnell wegpainten lassen. Und die Steinchen von Diamond Art Club, ich habe es jetzt erst wieder an einem Bild gesehen und deswegen hat es mich auch irgendwie hier nochmal auf dieses Bild gebracht. Die Steinchen glitzern so, so schön, vor allem wenn sie dunkel sind. Die glitzern generell immer schön, aber wenn sie dunkel sind, das ist einfach, es ist nochmal ein ganz anderes Level. Und Leute, dieses Bild, es wird glitzern ohne Ende. Es wird wirklich glitzern ohne Ende, eben weil wir so ganz viel dunkle Glitzerfarben haben. Und das war Grund Nummer 1, warum ich es gekauft habe. Grund Nummer 2 ist das Rendering an sich. Leute, wie schön ist dieses Bild bitte gerendert? Ich finde es erinnert mich ein bisschen an meine Kindheit. Und zwar vom Rendering des Glitzers. Ne? Also wir haben ja hier immer so ein bisschen so Funkeln und Glitzer und dieses, ja, Galaxy-mäßige hier des Tranks und mich erinnert das, ich bin mir nicht sicher, an was es mich mehr erinnert, entweder an Disney und ich bin absolutes Disney-Kind und dieser Glitzer, wie er hier gerendert ist, dieses Funkeln, das erinnert mich so sehr an alles, was mit Disney zu tun hat, weil die auch immer so schöne Glitzereffekte hatten und das ist einfach so, das ist meine Kindheit. Auf der anderen Seite erinnert mich das auch. Jetzt kommen hier die ganz harten Follower raus. Mal schauen, wer von euch das auch noch weiß. Und zwar gab es von Diddlemaus verschiedene Motive, wie ihr wisst. Und es gab ein spezielles Motiv.
Auch mit Seifenblasen und auch so ein bisschen mit einem Galaxy-Hintergrund und auch Glitzer. Und daran erinnert mich das auch. Also zwei Sachen aus meiner Kindheit, die dieses Bild irgendwie in mir hervorrufen, auch wenn es nichts damit zu tun hat. Aber irgendwie hat es damit mein Herz erreicht und das war eigentlich der ausschlaggebende Grund, warum ich gesagt habe, boah, ich brauch das Bild. Na, also wirklich hauptsächlich hier unten der Teil mit diesem ganzen Glitzer. Und ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, erinnert es vielleicht noch jemanden so ein bisschen an Disney? Also bei mir triggert das total Disney, muss ich sagen. Und deswegen finde ich das Bild absolut klasse. Absolut klasse. Noch eine coole Sache, die hier natürlich noch mit dazu kommt, ist, dass wir diese vielen verschiedenen Sondersteinchen haben. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, die ein bisschen mit ins Gewicht fällt, wenn ich da sehe, wir haben ganz viele verschiedene Sondersteinchen, dann denke ich mir so, ja, da habe ich Lust, die draufzusetzen. Und dementsprechend schauen wir uns jetzt gleich mal die Steinchen an, damit wir auch schauen können, wie viele Sondersteinchen, welches Sondersteinchen wohin kommen. So, ich packe die Steinchen aus und dann gucken wir mal. Gut, wir haben, wie ihr seht, eine Menge Blau, eine Menge Schwarz und eine Menge Lila, Pink, wie es eben das Bild auch, naja, schon so ein bisschen vermuten lässt. ich fange mal an mit diesem kleinen Beutelchen hier. Wir haben hier einmal ein schönes Blau. Ich gucke gerade, die wirken eigentlich gerade nicht statisch geladen. Wir können aber hier mal schauen, wie schön die Qualität ist. Wir haben hier Harzsteinchen und die Steine, die sind wirklich, die sehen alle so gut wie identisch aus. Und man sieht jetzt auch schon, wie schön die glitzern werden. Hier, das glitzert schon durchs Beutelchen durch. Das wird klasse, das wird so klasse. Ja, dann haben wir hier nochmal ein dunkleres Blau. Ne, ja, das glitzert gleich noch ein bisschen mehr. Ein schönes helles Gelb bin ich immer für zu haben. Und dann haben wir hier unseren ersten Sonderstein. Nämlich eine AB-Farbe. Bedeutet also, wir haben über dem zugrunde liegenden Blau hier noch eine extra schimmernde Überzugsschicht, die so in allen möglichen Farben schimmert. Ne, wir sehen hier Grün, wir sehen Blau, wir sehen Gelb. Super, super schön. Und davon haben wir ein ganz großes Beutelchen. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Päckchen, 310, also das Schwarz und Farben sind einfach, also die, nicht die Farben, die Steinchen sind einfach klasse. Wir sehen auch jetzt schon, wie schön das jetzt da schon glitzert, wenn ich das so ein bisschen hin und her drehe. Und ich liebe die Steinchen einfach. So, dann haben wir eine weitere Sondersteinchenfarbe und zwar ist das hier dieses helle Weiß. Und zwar sind das Fairy Dust Steinchen und zwar haben die noch so ganz leichte Glitzerpartikel oben drin. Ich glaube, in der Kamera sieht man es jetzt gar nicht so schön. Aber das ist auch nur so ein ganz leichter Schimmer. Mal schauen, ob wir es später bei einem anderen besser sehen. Super, super schön. Weiter geht's mit dunklem Blau. Verschiedene helle Blautöne. Nochmal dunkel. Zweimal die 939. Das ist so ziemlich das Standard-Dunkel-Dunkelblau. Hier wieder verschiedene Blautöne. Jetzt haben wir ein Braun dabei. Noch ein Braun und ein Rosa. Weiter geht's mit Blau, wer hätte es gedacht. Hier auch noch, das ist sogar eine Sondersteinchenfarbe. Ein wirklich schönes, es hat was Mintiges, ist aber schon eher türkis. Und hier sehen wir das jetzt, glaube ich, nochmal schöner mit dem Fairy Dust. Ja. Da sind nämlich oben so ganz wunderschöne silberne Glitzerpartikel, so ganz sanft drauf. Super, super schön. Ich habe es jetzt noch nie mit Fairy Dust Steinchen und Diamond Art Club gearbeitet. Freue ich mich sehr drauf. So, weiter geht's mit Blau. Dann haben wir ein paar schöne Lila-Töne. Ein wunderschönes, dunkles Rotbraun. Lila, Blau, Lila. Hier auch noch eine weitere Fairy Dust Farbe. Ne, also auch das Lila mit so einem ganz leichten Glitzerüberzug. Super hübsch. Ein Beige, wahrscheinlich für die Haut. Dann haben wir hier noch einen Fairy Dust Stein. Und der hat auch so richtig schön, der hat so dunkel lila eine Glitzerpartikel oben mit drauf.
Auch richtig hübsch. Dann haben wir rosa, lila, hellblau und eine AB-Farbe, die 5200, nämlich das Weiß. Hier mit dem schönen Überzug. So, weiter geht es mit blau und lila und blau. Und dann haben wir hier unsere nächste Sondersteinchenfarbe. Und zwar haben wir hier Metallicsteinchen in diesem wunderschönen Blau. Auch klasse, da bin ich dann gespannt, wo die hinkommen. Ein Braun, weiter mit lila Tönen. So ein sanftes Weiß, Rosa, Blau in verschiedenen Ausführungen. Schönes Hellblau und hier noch so ein paar Grau-Grüntöne. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Schlange. Hier sind immer nur noch so ganz wenige Steinchen drin. Wir haben hier Beige, ein schönes Blau, das gefällt mir sehr gut. Grau, rosa-lila Töne mit dem Grau dazwischen. Dann haben wir hier nochmal eine wunderschöne Fairy Dust Farbe. Hier sieht man es richtig schön, ne? Also der goldene Glitzer hier drauf. Oh, die sind schön. Davon hätte ich gern mehr. Schade, dass es nur so wenig sind. Braun, rosa, braun. Und hier haben wir unseren letzten Sonnensteinchen-Typ. Und zwar haben wir hier Strasssteinchen. Auch super schön. Super schön. Rot, braun, grau, ein Rot und ein Blau. Also ich muss sagen, wir haben hier natürlich eine große Blauvielfalt. Das macht natürlich wieder, dass wir schöne Übergänge haben werden. Ne, wenn ich jetzt hier gerade mal so spontan reingreife. Diese Blautöne hier sind alle unterschiedlich und sehen sich aber trotzdem sehr ähnlich. Dadurch kann man super schöne Übergänge machen. Wir haben ganz viel Lila dabei, ganz viele Übergänge von Lila zu Blau. Also das kann ich mir vorstellen, dass das dann richtig, richtig toll aussieht. Ich habe jetzt schon wieder richtig Lust, das Bild zu painten. Ich sage es immer wieder, aber ich freue mich auch jedes Mal wieder, wenn ich so ein schönes Bild bei mir liegen habe. Wir haben super viele verschiedene Sondersteinchen. Da bin ich total gespannt, wie das dann rauskommt. Diamond Art Club hat ja in der Regel wirklich eine gute Sondersteinchen-Einsetzung. Also das passt dann auch immer wirklich schön. Bin ich sehr gespannt, vor allem bei den Metallic und bei den Strasssteinchen. Und wir schauen uns jetzt direkt mal an, wo die reinkommen. So. Jetzt haben wir die alle unten dran. Wir haben einmal eine AB-Farbe, der blaue AB. Habe ich den hier gerade spontan da? Nee, aber ihr habt es ja vorhin gesehen. Wir haben einen blauen AB. Das ist das Kleeblatt. Den haben wir, wunderschön, hier unten im Trank drin, in diesen großen Schweppen. Auch hier unten nochmal, hier drüben auch, hier ist der mit dabei. Und er ist auch mit hier oben in dem, ja, diesem Nebel, in diesem Rauch, der aus dem Fläschchen kommt hier. Ziemlich große Fläche und auch hier nochmal so ganz wenig mit dabei. Das wird bestimmt sehr schön. Ne? Das verleiht dem Trank natürlich noch ein bisschen extra Glitzer. Dann haben wir noch eine AB-Farbe gehabt, und zwar das Weiß. Und wie wir es erwarten können, ist, dass hier überall der Glitzer, auch hier außen so ein bisschen das Outline von dem Trank, dem Bubbles, hier oben sind ja wirklich Bubbles, ne? Hier oben sind es wirklich Blasen. Da haben wir das so ein bisschen mit drauf. Wir haben das auch hier oben immer hier im Glitzer mit drin. Und das war's, glaube ich. Und ich finde aber, das ist auch der einzige und beste Verwendungszweck für diese weiße AB-Farbe, ne? Also in den Glitzerpartikeln, dort wo das Licht so hervortrifft, das finde ich sehr cool. Hier drüben ist er tatsächlich nicht drin. Da sind andere helle Weißtöne wahrscheinlich am Werk. Aber hier unten, oh, das find ich finde das toll, dieser Kontrast von diesen hellen AB-Steinchen hier mit dann den Blautönen. Das gefällt mir super. Ja, das wird schön. Weiter geht es mit K. Was war K? K war jetzt der Metallicstein, vermute ich mal. Schauen wir nochmal nach. Genau. Der dunkelblaue Metallicstein.
Und zwar suchen wir den mal. Der interessiert mich nämlich auch sehr, wo der jetzt platziert ist. Ah, okay, hier haben wir den mit drin. Okay, den haben wir immer hier mal so ein bisschen mit auch im Trank an den dunklen Stellen. Stelle ich mir schön vor, bin ich aber sehr gespannt. Also, das kann ich mir, das wird ja so ein richtig schönes Zusammenspiel hier unten von AB und Metallicstein. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass hier noch weitere Sondersteinchen mit reinkommen. Also hier unten der Trank, das wird genauso glitzern, wie ich es mir wünsche. Finde ich cool. Stelle ich mir gut vor. Aber ich glaube, es ist auch nur hier unten. Woanders sehe ich ihn gerade nicht. So, dann haben wir hier L. L ist der Strassstein. Und das Symbol sehe ich nur hier mit ein bisschen drin in den Nägeln. Ja, das passt. Ich habe mich schon gefragt, wo wir hier den Strassstein gut einbauen können. Aber hier die Nägel, die sind hier aus Strasssteinchen, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Da bin ich mal gespannt. Das sieht bestimmt klasse aus. Hier oben ist er nicht mit, ne? Wir haben zwar hier dieses helle, das gelbliche. Das haben wir auch hier oben im Lidschatten drin. Da ist er aber nicht. Das finde ich auch ganz gut, ne? Weil das ist ja, weiß ich nicht. Stelle ich mir ein bisschen komisch vor, wenn das so nass glänzend ist. Aber hier glaube ich, kann das gut aussehen. So, und dann haben wir jetzt noch eine Menge Fairy Dust Steinchen. Wir haben einen hellblauen. Den hellblauen haben wir hier komplett mit drin, hier unten, nicht hier tatsächlich, doch hier auch, in den Haaren, wenn die so ein bisschen bläulich schon werden. Wir haben den hier komplett. Na, also wir sehen hier das V, das ist der Fairy Dust, den haben wir hier komplett drin. Wir haben den mit im Trank bei den hellen Farben mit drin. Auch hier oben so ganz wenig, ein bisschen. Auch hier mit in dem Rauch. Ja, da ist er überall mit drin. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Weiter geht es dann mit einem bräunlichen Fairy Dust. Das war der, der so richtig schön geglitzert hat. Und den haben wir jetzt auch nochmal in den Nägeln mit drin. Also die Nägel sind vollständig Sondersteinchen. Und zwar obendrauf, wo so wirklich das Licht drauf kommt, der Strassstein. Und unten drunter haben wir Fairy Dust. Finde ich klasse. Und wir haben den Fairy Dust aber jetzt auch im Lidschatten. Und da finde ich, passt das super schön hin. Ja, also es gibt ja auch so wirklich schön glitzernde Lidschatten. Und ich denke, da passt das super schön. Genau. Und das war's dann. Also alles, was wir hier an gelblich sehen, ist eigentlich Sonderstein. Dann haben wir einen dunkellilan. Der ist sehr, sehr schön hier unten im Kessel drin. Ihr seht das, glaube ich, das sind ja so diese großen, hellen, na, ich zeige es euch hier ein bisschen mehr, die weißen Symbole hier, ne? Dieses Dreieck mit diesen Ausläufern, den haben wir hier unten mit drin. Und ich schaue gerade, ob noch irgendwo, ja, hier oben noch ein bisschen mit so am auslaufenden Rand. Genau, und das war's aber. Ja, finde ich cool, dass hier auch sozusagen die hellste Stelle vom Kessel so ein bisschen gehighlightet wird, wo das Licht drauf fällt. Das passt in meinen Augen super. So, dann haben wir einen, der so fast weiß ist. Den habe ich euch ganz am Anfang gezeigt. Und den haben wir hier mit drin. Auch wieder in den Haaren, auch hier in den Haaren. Hier komplett, ja, hier komplett die Haare. Also das gesamte Helle hier, das ist auch alles Fairy Dust. Und das haben wir auch hier in den hellsten Teilen der Strähnen immer wieder mit drin. Und auch hier wieder, wir haben wieder ein anderes Motiv, ein anderes Motivteil und eben dort das Highlight gesetzt, ist halt wieder ein Sonderstein, finde ich super, super schön. Das gefällt mir sehr gut. Na, auch hier in den Haaren. Also das Haarhighlight ist dann dieser Fairy Dust. Und zum Schluss haben wir noch einen. Ja, normal lila, also ich würde jetzt nicht sagen hell-lila, aber heller als der andere. Und den haben wir hier auch mit wieder im Trank, auch hier mit, da drüben. Ne? Also, das ist hier dieses dunkle Symbol. Dieses hier ist hier überall mit drin. Hier haben wir es auch noch mit dabei, auch hier oben, also da wieder in Rauch und Trank.
Und ich habe das Gefühl, in dem Trank und in dem Rauch hier, in dem Nebel, die Sondersteinchen sind sich immer sehr ähnlich. Ist das nur mit dieselben drin, finde ich auch irgendwie sinnvoll, weil das auch, finde ich, vom Bild her so rauskommt, dass das beides ähnliche Strukturen sind. Ergibt das Sinn? So ein bisschen Galaxy-mäßig, ihr wisst schon, was ich meine. Finde ich super. Also wir haben einen mega glitzernden Trank. Wir haben auch super Highlights in den Haaren, im Lidschatten und in den Nägeln. Wir haben hier oben schöne Highlights drin. Die ganzen Glitzereffekte hier sind auch AB-Steine. Kurzum gesagt, es reicht nicht, dass das Bild wegen der dunklen Steine schon glitzern wird wie verrückt, sondern wir haben auch hier eine Menge Sondersteinchen, die noch extra glitzern. Wir haben also Kontrast zwischen mega glitzernden Sondersteinen und von sich aus glitzernden dunklen Steinen. Und deswegen wird dieses Bild absolut funkeln. Und da freue ich mich super drauf, weil ihr wisst, ich liebe Glitzer. Und ja. Als wäre es nicht schon genug, dass mich das Rendering an meine Kindheit erinnert. Ja, also ich muss sagen, ich finde das Bild richtig, richtig schön. Ich muss auch wieder sagen, es ist wieder ein Fall von groß genug, dass das Bild super rauskommt. Na, also schaut euch mal das Gesicht an, das kommt, finde ich, absolut klasse raus. Und aber nicht zu groß, dass es eben unmöglich zu schaffen wäre. Finde ich schön. Ich finde das Bild echt, echt schön. Ich finde das Kunst. Schon an sich voll schön und ich finde es schön umgesetzt und es sind so viele Sondersteinchen drin und was soll ich sagen, ich liebe es. Ich liebe es absolut und ich bin auch total gespannt auf eure Meinung. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich weiß, viele von euch mögen auch nicht zu viel Blau. Ja, dann schreibt mir mal auch gern rein. Ist es weiterhin zu viel Blau oder könntet ihr das aufgrund der vielen Sondersteinchen und anderen Vorzüge verschmerzen, so wie es bei mir der Fall ist? Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Bild gefallen hat. Das Bild, auch natürlich, wenn euch das Bild gefallen hat, dann auch gerne. Aber natürlich, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst doch gerne ein Follow da. Ich freue mich immer über alle, die neu am Start sind. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Ciao!